So, ja, herzlich willkommen zu meiner Minecraft 1.4 Preview. Wie ihr schon seht, ich stehe hier vor einem komischen Haus. Mitten irgendwo im Dschungel in der Nacht. Okay, jetzt geht gerade die Sonne auf. Und ja, was es alles auf sich hat, erkläre ich euch. Erstmal zu den neuen Items. Wenn ich alles richtig gesehen habe, dann sind das alles die neuen Items. Also gleich mal Trank der Nachtsicht, kann ich euch mal zeigen, jetzt wo es noch gerade Nacht ist. Einfach. Na. Hä? Theoretisch zumindest. Okay, der buggt anscheinend. Also ich habe schon vorher einen probiert, das funktioniert. Trank der Nacht durch 3 Minuten, vielleicht funktioniert nur der nicht. Minuten. Okay, Vorführeffekt. Davor funktioniert. Im Prinzip gibt es zwei neue Tränke. Trank der Nachtsicht und Trank der Unsichtbarkeit. Und ja. Das eine muss echt funktionieren. Genau, der funktioniert. Jetzt haben wir wahrscheinlich wenig gesehen, wer jetzt aufgepasst hat. Am besten nochmal zurückspulen oder so. Zurückspülen. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel B klickt, dann. Ich sehe da erstmal gar nichts, Leute. Irgendwas ist hier bei mir gerade komisch. Wurftrank der Nachtsicht. Ah ne, ich glaube, man muss den ja irgendwie sowas. Genau. Wie ihr gerade sehen, es ist viel heller geworden und so. Jetzt ist es auch an. Genau. Gerade nur verwechselt. Dann gibt es noch Trank der Unsichtbarkeit. Nee. Bin gerade wieder voll in der Spur. So, nimmt man einfach so. Und dann wird man eigentlich unsichtbar. Eigentlich. Ich bin nur die Hände unsichtbar. Also backt noch alles ein bisschen rum und so. Nehmen wir gleich den Wurftrank. Nacht, ich glaube noch einmal. Unsichtbarkeit, vielleicht funktioniert der besser. Ja, gut. Also eigentlich ist man hier unsichtbar jetzt, aber backt gerade irgendwie bei dem Tank rum. Ja, so. Dann kommen wir gleich mal zu den nächsten Items. Und zwar den ganzen Ambossen. Ich habe es nicht alles getestet oder so, aber auf alle Fälle habe ich da schon eine schöne Funktion oder schöne Eigenschaft entdeckt. Ich glaube, damit kann man auch hier gut trollen und so. Es sind hier drei verschiedene Ambosse. Das ist eigentlich alles das gleiche, beschädigt oder nicht beschädigt. Machen kann mit dem allen das gleiche. Zum Beispiel da etwas rein. Zum Beispiel den Namen ändern zu LOL. Und dann haben wir hier nicht einen Holzschwert, sondern LOL. Ja, geht damit allen gleich. Man kann ja auch irgendwas kombinieren. Ich glaube, man kann hier zum Beispiel ein Diamantschwert mit einem bestimmten Material, vielleicht mit einem Diamant und mit einem anderen Werkzeug, irgendwas, was aus Diamant ist, vielleicht reparieren. Also zumindest war es so gedacht. Und ja. So, dann geht's gleich zu den nächsten Items, die ganzen S-Items. Karte, leere Karte. Nein. So. Ja, Karottenrute, keine Ahnung, was das für ein Sinn hat. Ich glaube, damit kann man einfach irgendwelche Mobs pullen oder so. Ja, glaube ich, ist noch nicht so ganz spielintegriert. Oder ich check's einfach nicht. Karotte ist klar. Kartoffeln gibt's noch. Ich weiß nicht, wie man den anbaut, unter der Erde oder so. Das ist, war eine gebackene Kartoffel, also ich würde es ja frittieren, aber gut. Kürbiskuchen, ich glaube, den habe ich zuvor schon gegeben, oder? Kürbiskuchen, nee. Also mir ist eigentlich neu. Goldene Karotte baut man einfach mit einer Karotte und einfach neuen Goldnuggets draußen rum.
Und ja. Dann zu den Dingen hier. Das weiß ich noch nicht sicher, wie die funktionieren. Auf Alpha, glaube ich, droppt man die ab und zu mal. Das sind so die Items. Und wenn man die dann mit irgendwas kombiniert, boah, ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle haben die dann die Eigenschaft, dass die sich zu einem Monster verwandeln. Das, glaube ich, ja, relativ stark ist. Ich weiß nicht, ob es mit allem geht, mit Seelen dann vielleicht oder mit so einem Ding. Das müsste dann in einer bestimmten Reihenfolge so anordnen. Ich glaube, das war irgendwie. Oh, ja, das. Ja, also auf alle Fälle kommt es da auf die Items drauf an, die man halt benutzen soll und möglichst die richtigen. Jetzt schaue ich gerade noch ganz kurz nach. Jetzt bin ich mir gerade selbst nicht ganz sicher. Also Minecraft 1.4 ist ja eher so eine Halloween-Welt und so. Und es gibt da schon gerne noch eine Hexe und so. Die wirft irgendwie mit Tränken um sich. Und ein paar neue Mobs gibt es, glaube ich. Ah ja, genau, sowas irgendwie. Ups. Fail. Ach. Schlimm. So, glaube ich. Aber ich glaube, das war nur mit Adblock. Und dann, wenn man es so. Okay, ist das falsch anscheinend. Genau, und dann kommt hier so ein schönes kleines Mob. Ich weiß nicht, wie viel HP das Ding hat, aber. Lol. What the fuck? Okay, also mit dem Ding sehr, sehr vorsichtig umgehen. Was ist das für ein Kackmob eigentlich? Ich bin hier im Creative Mode und es mobbt mich erstmal voll. Von dem Mob gemobbt. Also es wird echt so ein nur sehr schwer besiegbares Ding. Bisschen. Jetzt ist es weg von mir her. Ja, es wird eigentlich gerade die ganzen Items und so. Ja. Also, und dieses Haus, das ihr vorgesehen habt, ich hoffe, ihr habt es gesehen, das wird automatisch generiert von dem World Generator und so. Ja, hier ist noch ein Kessel, keine Ahnung, was für einen Sinn hat. Und die ganze Zeit ist Map dann im Weg. Ja, ich glaube, den Kessel gab es auch schon vorher. Aber echt krass, was der für Sprengblöcke hat. Und wirft den TNT-Blöcken um sich. Naja. Kommen wir mal zum nächsten Item. Sind wir überall schon durch. Und zwar einem ganz lustigen Item. Das kann einiges. Allerdings, ich habe noch keine Ahnung, wie es funktionieren soll. Wenn man zum Beispiel da irgendwie irgendwas reinliegt, aber ja, wie gesagt, ich glaube, man muss da irgendwie so das Zeug zusammenkriegen und dann auf Fertig klicken und dann kann man halt zum Beispiel auswählen, ob man halt sich generieren will. Ja, und dann kann man sich ja praktisch irgendwie wie so Buffs halt, also irgendwie so Bonis, die man halt kriegt. Und also ja. Da sieht man hier schon. So, und jetzt zu den wahrscheinlich beliebtesten Neuerungen. Jetzt habe ich hier die Hexe und es gibt hier noch Fledermäuse. Ich glaube hier oben irgendwo. Ja, da. Also Fledermäuse, ist echt klar, jeder weiß, was eine Fledermaus ist. Nur die kommen teilweise echt so ein richtig, also die spawnen halt selbst und kommen in so richtig, richtig großen Mengen vor. Und dann gibt es halt noch die Hexe. Die baut halt so komische Häuser, nicht solche, aber ein bisschen anders. Und die wirft halt mit Tränken um sich. Ich weiß gar nicht, ob man da welche droppen kann überhaupt. HP hat sie, ja. Das ist
Schon mal klar. Aber der macht ja echt alles kaputt, also. Ich finde das Ding eigentlich echt ziemlich scheiße. Aber wenn du irgendwie eine Minecraft-Welt hast, wo du irgendwas aufbaust, so wie ich teilweise. Okay, ich habe es gerade zwar gerade überhaupt tacket. Also mir wird es noch dauern, bis ich sowas, so ein Ding habe, aber. Na, ja, trotzdem. Jetzt hab ich schon einen Wolken, ne? Du Kackmob, stirb. Keine Ahnung, wie man das Ding überhaupt down mitbringt, aber. Solo. Kann man vergessen, aber. Ein ganzes Team, ja, okay, dann vielleicht. Nein, da hat er mich getroppt. Da ist es. Genau, jetzt droppt man dann Nether-Stern dann. Ob das auch schon ins Spiel integriert ist, keine Ahnung, aber. Das droppt man auf alle Fälle schon. Ja, die Karte. Raute 0, ich weiß nicht. Sonst hat es doch immer nur eine Karte gegeben, glaube ich. Aber ich glaube, ich täusche mich da. Nee, ich, die hab schon vor. Ja, gab schon viel länger. Und die hier ist eine leere Karte. Also ja, kann man halt kreativ sein oder so. Keine Ahnung. Ja, Drops werden integriert. Und seit 1.4 gibt es extrem viele Slime. Also echt die ganze Zeit, überall. Da finden sie mir zum Beispiel mit einem. Also echt alle paar Meter immer. Da gleich noch einer. Hinten habe ich gerade noch einen gesehen, ja. Also Slime knapp halb bestimmt nicht, da ist noch einer gleich. Also gibt auf alle Fälle mehr als genug. So, jetzt müssen wir mal kurz was nachschauen. Ja, die Mobs, die können jetzt auch so Kinder haben in Anführungsstrichen, tragen teilweise Rüstungen und so. Ja, dann gibt es noch so Leuchtfeuerblöcke und einen Kommandoblock gibt es auch noch. Das ist allerdings, ja, keine Ahnung, wo das sein soll. Komme ich nur zu Kompass. Ein Kommandoblock, ja, ich habe auch alles schon einzeln durchgeschaut und so, aber finde ich nichts. Und ja, zum Ding, zum Leuchtfeuerblock. Das ist wieder leicht kompliziert. Also man kann es da irgendwie so bauen, wenn man. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Blöcke das sind. Ich glaube 5 oder so. Also irgendwie im Endgame natürlich nur das Schwert nachzubauen und so. Genau. Dann gibt es hier wieder so ein echt lustiges Dingster. Und dann funktioniert das Ganze auch. Genau. Also ich glaube, den bauen wir schnell ab oder so. Braucht man anscheinend irgendwelche Items. Also ich weiß nicht, ob Regeneration sowas wie Sackblatt ist oder einfach irgend so ein, wenn man drauf lassen, dass die HP wieder auffüllen oder so. Ja. Es gibt dann auch noch in mehreren Ausführungen, wie zum Beispiel. Ich glaube, man kann es größer bauen. Können wir auch hier. Ist das eigentlich ziemlich sinnlos, weil er baut schon freiwillig größer. Braucht schon so viele Diamanten. Und dann kann man auch noch so ein Ding draufstellen. Ich weiß gar nicht, ob es geht, wenn man es nur so macht. Geht eigentlich auch. Oder? Ah, ich glaube, je mehr Diamanten, nee, gar nicht. Je mehr Diamanten unverbraucht, desto stärker wird es, genau. Und dass du mehr kann machen. Also hier sind schon gut und gern 2, 4, 6, 7, 7 mal 7, 49. Dann haben wir noch 2, 4, 5, 25, 49. Ja, und halt mit denen noch 49, sagen wir mal 58. Sorry. Und hat dann nochmal 25 Diamanten, bin ich gerade zu faul zum Rechnen. Und ich glaube mit
dem Ding hat man auch schon so fast das Maximum. Ne, es geht noch. Mit 9 Blöcken ist das Maximum. Also 1, 2, jetzt haben wir 7, glaube ich, habe ich vorgesagt. 9. Also gibt es halt echt, das ist praktisch wie bei Waffen, wie mit Waffen, mit Werkzeuge oder Waffen, ich stehe so auf dem Schlauch, verzaubern gibt es halt praktisch dazu für den Charakter und teilweise auch für Waffen und Dinge wieder, also wie so eine Art erweitertes Verzaubern und so. Nie mit dem Charakter tatsächlich nichts zu tun, also eine Alternative zum Verzaubern oder einfach. Ich glaube, das kann man aber stacken. Also man kann verzaubern und das. Jetzt bringen wir noch eine Reihe da drauf. Also wir haben schon so viele Diamantblöcke. Ja. Und jetzt gibt es hier halt dann so richtig. Ich weiß nicht, ob man das noch braucht. Also ich. Ganz unnötig, weil man. Ja, gut. Denkt mir gerade an meinen Teil. Hier schon wieder Slime im Hintergrund. Nee, Moment, was ist das denn eigentlich? Hier. Ich brauche noch alles: Goldbahn und eine Eisenbahn. Habe ich. Das ist jetzt wieder komisch, also keine Ahnung, wie es funktioniert. Man kann nichts reinklicken oder so. Oder muss ich das hier auffüllen? Keine Ahnung. Vielleicht, wenn man hier mal ein paar Stacks nimmt. Geht immer einer. Ja, komisch. Kann ja auch nichts reinklicken oder so. Oder muss sowas. Nee. Ja. Bisschen komisch. Ich hab einen Slime. Hä? Ach, da unten ist der im Wasser. Es gibt, glaube ich, neue Geräusche und so. Und ja. wie ich das gerade sehe, war es das eigentlich auch schon fast. Also es gibt noch, wie gesagt, eine Kommandozentrale. Allerdings. Also ein Kommandoblock. Damit kann man dann einige neue Sachen machen, wie zum Beispiel bestimmen, was ein, zum Beispiel der Diamantblock droppen soll, wenn man ihn kaputt haut. Und ja, auch so ein bisschen Cheater-Befehle und so. Aber ansonsten sehe ich gerade hier eigentlich nichts. Gibt es auch schon Kommandozeilen so? Ja, genau, jetzt habe ich fast noch was vergessen. Und zwar, wenn man hier so. Ich glaube, das geht auch mit Bäumen. Egal, so erstmal. Und dann, glaube ich, kann man noch so. Irgendwie. Das soll eigentlich ein Blumentopf sein. Ja, gut. Also, ja. Kann man halt einen bestimmten Abstand halt bauen immer und so. Ja, ein bisschen unnötiger. Ja, gut. Also, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Genau, es gibt noch. Statt den Zäunen gibt es jetzt auch noch Mauern. Mauern. Pflastersteinmauer und. Ich wollte sogar was sehen. Sieht alles ein bisschen schöner aus. Ups. Ne, wie man sieht, ist schon das gleiche Ding wie von den Dingern und so. Von den Zäunen, aber ja. Einfach nur aus Stein und auf alle Fälle ein bisschen kreativer und so. Das schaut irgendwie besser aus, finde ich.
dann gibt es natürlich auch noch mit Bemoosenstein und so. Ja, aber ist einfach schon eine Spielerei und so. Wenn man das ganze Zeug dann craftet, das ist wieder Sache für sich. Damit man hier jetzt wieder was sieht. Nachtsichttrank, wo war der? Nachtsicht, da. So, jetzt haben wir gerade einen großen Unterschied gesehen. Und hier, ups. Ich bin jetzt auf die Escape-Taste. Ja, jetzt wurden auch ein paar Crafting-Rezepte geändert. Also man muss erstmal den Bossgegner Witter oder Weiter oder wie man das ausspricht, killen. Dann werden Nether-Sterne getroppt und die braucht man halt dann für den Leuchtfeuerblock. Also es wird alles ein bisschen komplizierter jetzt und so. Und ja, es gibt sogar 5 Totenköpfe. Also so eine Art Trophäen, wie ich gelesen habe. Ja, also das waren eigentlich erstmal so die wichtigsten Sachen von 1.4. Und ja, ich wünsche euch eigentlich viel Spaß. Und ich frage mich, wie weit es dieses Soll hier hochgeht. Das ist komisch. Ah ja, okay. Sieht alles noch so vergiftet aus und so. Und ja, es gibt dann noch so, ja, ich glaube, ist unendlich. So Dinger, also so Hütten im Wald von der Hexe und so. Werden selbst generiert und ja. Vielleicht gibt es da auch Items drin oder so, bis jetzt keine gefunden. So wie mit den Tempeln. Ah, hier ist eine Hexe. Ach, das ist schon eine Hütte. Die andere habe ich vorher umgelegt. Die spawnt da dann. Ja, sorry. War der andere Typ da. Ja, gut, das war's erstmal und ich wünsche euch viel Spaß mit 1.4 und danke fürs Zuschauen.